Seid gegrüßt, Archicast-Junkies. Heute möchte ich euch einmal zeigen, einen Weg, wie man mit Hilfe einer Profilwand eine Wand mit Kuppel und einem Fenster, das in die Kuppel reicht, erzeugen könnte. Dazu mache ich mir ein paar Zusatzkonstruktionen, zum Beispiel. Zum Beispiel möchte ich hier einen 4 Meter Radius eintragen. Ich mache mir einen kleinen Aufriss. Das heißt, hier wäre dann mein Fußboden. Von hier. Meine Wand soll zum Beispiel 6 Meter hoch sein. Und dann soll meine Kuppel beginnen. Die Kuppel soll halbkreisförmig nach oben gehen. Das heißt, von hier nach genau senkrecht. Und das ist jetzt die Grundlage für meine Profilwand. Am besten geht das nämlich mit einer Profilwand. Also müsste mit einer Profilwand gehen. Das heißt, Steuerung C, diese beiden, Kreis, Optionen, Elementattribute, Profilmanager. Neu. Hier habe ich den Nullpunkt, Steuerung V. Einfügen. Und ich setze mir das mal hier rauf. Das heißt, wenn ich es jetzt hier so mache, muss die Wand dann nach außen fallen. Oder umgekehrt. Ich drehe es um. Steuerung M, umgedreht. So, jetzt kann ich hier meine Wanddicke eintragen. Zum Beispiel Hausnummer 50 cm. Und mal bis hier. Dann die Kuppel. Den Kreis kann ich natürlich editieren, vergrößern auf hierhin. Es ist oft besser, bevor ich über Kreuz komme, irgendwo. Ich setze mir noch einen Punkt rein. Wobei das vermutlich vom Mauerwerk her nicht stimmt, denn größere Kuppeln wurden nach oben hin immer dünner gemauert. Das heißt, es gab einen Verband, der relativ stark dick anfing und dann schon langsam dünner wurde. Wenn das jetzt zum Beispiel eine Kirchenwand oder etwas so etwas sein sollte. Natürlich immer bei solchen Gelegenheiten auf die Strukturen achten. Was ist Kern, was ist Bekleidung? Ich könnte hier noch eine weitere Schraffur für den Innenputz machen und so weiter. Das lasse ich jetzt mal. Das Einzige, was ich tue, ich stelle es auf weiß. Verputzglatt weiß. So, Schraffur. Steuerung T. Also hier und hier. Massivschraffur vielleicht auf. Ja, massiv, passt schon. Rot, okay. Profil speichern. Kuppelwand. Okay. So, mit den Prioritäten muss man sich spielen. Das heißt, auch hier darf ich nicht vergessen, den einzelnen Elementen hier genug Prioritäten zu geben, damit er sich mit anderen Wänden dann im Grundriss verschneidet. Ich werde im Grundriss im Erdgeschoss nur hier diese Schnittebene sehen. Wenn ich jetzt so eine hohe Sache für eine Kirche zum Beispiel mache, müsste ich dann auch mit den Geschosseinstellungen spielen, damit ich dann im Grundriss eine ordentliche Darstellung bekomme. Gut, Profil speichern und raus. So. Wand, und keine normale Wand. Profilwand. Struktur. Hier gibt es jetzt meine Kuppelwand. Wenn ich jetzt mehrschichtige Bauteile und so weiter hätte, müsste ich die ganzen Hackerl setzen. So, eine runde Wand. Nach raus.
Und vielleicht mit Drei-Punkt-Methode, oder? Egal. Erster Punkt, zweiter Punkt. Dritter Punkt. Hier so rum. Jetzt könnte es, natürlich kann ich es hier nicht erkennen, in welche Richtung es sich dreht. Schauen wir es kurz an. Steuerung 3. Dreht sich schon richtig. Weiß ist es auch nicht geworden. Optionen. Achso, egal. Ja, Elementattribute, Profilmanager. Das Profil nochmal kurz bearbeiten. Wand, Kuppelwand. Hier. Gewähltes Profil bearbeiten. Hier habe ich nicht umgestellt gehabt. Putzglatt weiß. Profil speichern. Raus. Steuerung 2. Steuerung 3. So. Hier eine Kuppel mit Wand. So, Fenster. Ich nehme jetzt einmal Öffnungen. Von mir aus diese Öffnung. Rein damit. In der Mitte. Wo ist Außenseite? Hier. Das Fenster. Escape, die Oberkante. Gescheiter. Einmal schön in den Kuppelbereich hineinziehen. Was gut funktioniert, wie man sieht. Höher. Macht er. Dreht sich mit. Steuerung hat das T. Dann Meter. Das funktioniert so nicht. Die Öffnung. Welches muss ich jetzt richtig? Aha. Das nicht. Gut, dann geht es vielleicht nur in der Dialogbox. Sie sind alle ein wenig anders programmiert. Das heißt, wenn ich jetzt hier 4 Meter, dann hier 2. Okay. Macht er. Steuerung hat das T. Was kann ich noch mit dem Fenster machen? Momentan schneidet es gerade rein. Allgemeine Einstellungen, Anschlageinstellungen. Was habe ich Schönes? Sowas vielleicht ganz interessant. Okay. Also auch dieses hier schneidet er mir sorgfältig rein. Na, sorgfältig ist was anderes, aber er macht es zumindest. Aha, ist dieser Anschlag außen dann nicht in Ordnung. Steuerung hat das T. Also mit dem muss man sich dann wirklich ein wenig spielen. Also oben, der vordere Anschlag, den macht er nicht richtig. Den mal auf Null stelle. Aha. Darf ich gar nicht. Das ist interessant. Also mit den Einschlageinstellungen muss man aufpassen, das funktioniert nicht so richtig. Unterleibung. Gleich. Interessant. Aha, weil das Fenster immer gerade reingibt. Mal schauen, was man hier noch machen kann. Gibt es da noch Möglichkeiten? Bei dem nicht. Aber es gibt genug Dinge, die man da reinsetzen kann, mit denen man arbeiten kann. Stimmt schon. Okay. Gut, im Grundriss, Steuerung 2, sehe ich natürlich dann, hier geht es eben gerade durch und deshalb habe ich diese Probleme oben gehabt in der Kuppel. Im Grundriss, die Grundrissdarstellung lässt sich dann in der Wand noch anpassen, Steuerung HTST, also Blödsinn.
Grundriss und Schnitt. Struktur. Gut. Projiziert mit Untersicht. Das sollte man sich ansehen. Und was auch wichtig ist bei der Sache, wie gesagt, im Schnitt, im Grundrissschnitt wird in 1 Meter Höhe geschnitten. Das heißt, im Geschoss darüber sehe ich jetzt nichts davon. Also Geschosseinstellungen. Ich habe ein Erdgeschoss mit 2,9, Obergeschoss 2,9 und so weiter. Das heißt, das muss ich natürlich die Höhen auch anpassen an die Gegebenheiten. Sonst habe ich in den nächsten Geschossen seltsame Darstellungen. Wenn ich nochmal ins Erdgeschoss runtergehe, STRG hat das T, nur auf Ursprungsgeschoss, wenn ich jetzt die Geschosseinstellung lasse, sehe ich es natürlich oben nicht. Wenn ich sage alle relevanten Geschosse und ich gehe jetzt drauf, kann ich mir die Darstellung durchschalten. Je nach 1 Meter über jeweiligen Geschoss. Gut, danke, das war's wieder.